Naja, also ich glaube, es ist eine Sache, die auch einfach wichtig ist, ist, dass man allen Leuten, die mitdenken, dazu gehören natürlich insbesondere auch die Pflegeberufe, sagt, schaut auf eure Umgebung und schaut, wer hier gerade dabei ist, umzukippen in den Bereich der Irrlehre, die im Moment tatsächlich immer gefährlicher wird und immer weiter um sich greift, die in anderen Ländern schon viel größeren Schaden angerichtet hat als bei uns. Aber bei uns nimmt es natürlich auch Formen an, die so langsam besorgniserregend werden. Und auch das ist natürlich etwas, das jeder nur im privaten Bereich mit beobachten und vielleicht auch kommentieren kann und einfach die Information auch transportieren muss, die gebraucht wird, um bestimmte Prinzipien zu verstehen und nicht nur bis morgen zu denken, sondern auch für die nächsten 2 bis 4 Monate vorwärts zu denken. Diese Folge wurde im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Förderung Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft, Corona und darüber hinaus produziert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Herzlich willkommen allen Hörenden. Heute soll es um das Thema der Verschwörungstheorien gehen, um direkt mal einzusteigen. Zu diesem Thema haben wir uns 2 Expertinnen eingeladen. Und zwar ist das zum einen Katharina Nokun. Katharina Nokun ist Podcasterin, Netzaktivistin, Bürgerrechtlerin und leitet bundesweit politische Kampagnen und ist auch Autorin 2 Bücher. Hallo Frau Nokun. Hallo. Und zum zweiten haben wir Dr. Karl Hepfer. Herr Hepfer ist Privatdozent an der Uni Erfurt, Philosoph und Autor. Hallo, Herr Hepfer. Seien Sie gegrüßt, Herr Köpke. Warum haben wir uns diesem Thema gewidmet? Nun, heute ist der 2. November 2020 und der Lockdown Light ist gerade wieder eingeleitet worden. Und wie wir aus der jüngsten Geschichte mitbekommen haben, gibt es Menschen bei uns in Deutschland, die der aktuellen Corona-Pandemie nicht so wirklich Glauben schenken. Und wir haben uns von der Übergabe gefragt, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und kann das tatsächlich auch gefährlich werden? Und um diesem Thema heute etwas näher zu kommen, wollen wir grundsätzlich erstmal darüber sprechen, was sind eigentlich Theorien und was sind eigentlich auch Verschwörungstheorien und was versteckt sich sozusagen hinter diesem Begriff, um dann später auch nochmal auf die Gesundheitsversorgung einzugehen. Herr Hepfer, Sie sind ja quasi Experte dafür. Was sind denn eigentlich Theorien? Ja, ich würde sagen, also am besten machen wir es nicht zu spezifisch. Ich würde mit einem weiten, in diesem Zusammenhang mit einem weiten Theoriebegriff operieren wollen. Und in diesem Sinne wären Theorien Modelle der Wirklichkeit, die uns helfen zu vereinfachen. Und allgemeines Merkmal ist, dass sie aus einem System von Sätzen bestehen, die sich aufeinander beziehen und sich gegenseitig stützen. Und durch Vereinfachung und Konzentration auf bestimmte Merkmale uns zu Antworten verhelfen und uns erlauben, Dinge zu erklären. Ja, das wäre so eine Minimaldefinition. Man kann das ja viel spezifischer machen natürlich, aber in diesem weiten Sinne, denke ich mir, ist das ganz angemessen, weil da kommen wir sicher auch noch drauf. Es viele gibt, die sagen, ja, Verschwörungstheorien sind eigentlich gar keine Theorien. Im engeren Sinne stimmt das sicher. In so einem weiten Sinne kann man das aber durchaus durchgehen lassen, denn sie versuchen auf jeden Fall dasselbe zu tun, was unsere normalen Theorien, also auch Alltagstheorien, nicht nur die wissenschaftlichen, auch tun. Sie versuchen uns die Welt durchsichtiger zu machen. Okay. Ob ihnen das gelingt, ist eine andere Frage. Genau. Jetzt haben Sie schon gesagt, Verschwörungstheorien sind eigentlich keine wirklichen Theorien. Frau Nokun, warum sind Verschwörungstheorien, wenn es doch im Namen steckt, eigentlich keine Theorien? Ja, also wir haben uns in unserem Buch ganz bewusst dazu entschieden, den Theoriebegriff nicht zu benutzen, bis auf den Untertitel, weil wir auch von den Menschen gefunden werden wollen, die beispielsweise in ihrem Umfeld mit verschwörungsgläubigen Menschen zu tun haben. Aber aus unserer Sicht hat das eben mit wissenschaftlichen Theorien ziemlich wenig zu tun. Also in der Wissenschaft ist es eher so, dass man dann schaut, ist eine Theorie falsifizierbar? Und wenn man beispielsweise einem Wissenschaftler mitteilt, du, hör mal, in einem
Versuch habe ich nachgewiesen, deine Theorie passt nicht ganz oder sie ist vielleicht vollkommen falsch, dann wird ein seriöser Wissenschaftler seine Theorie anpassen oder zurückziehen oder zumindest in einen, ja, sag ich mal, wissenschaftlichen Diskurs eintreten, um sie zu verteidigen. Bei Verschwörungsgläubigen sieht es etwas anders aus, dass überhaupt die Bereitschaft zu wissenschaftlichen Diskursen je nach Radikalisierungsform irgendwann auch nicht mehr gegeben, wenn Menschen beispielsweise von einer großen Wissenschaftsverschwörung eben sprechen oder an eine große Medienverschwörung glauben oder grundsätzlich Kritikerinnen und Kritiker als Agenten der vermeintlichen Verschwörung sozusagen in eine Feindschublade stecken. Und deshalb haben wir uns auch ganz bewusst entschieden, da nicht von Verschwörungstheorien zu sprechen, sondern in unserem Buch sprechen wir eben über Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsideologien. Und das ist tatsächlich auch eine Begriffsdifferenzierung, die sich derzeit auch in dem Forschungsfeld, aber auch unter Menschen, die sich eben eher im aktivistischen Spektrum mit diesem Phänomen auseinandersetzen, so eine Veränderung, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Das heißt, man möchte das nicht mit dem Theoriebegriff aufwerten, sondern benutzt eben andere Begriffe, die da passender sind. Also um nochmal darzulegen, warum das eben in vielen Fällen sehr weit ist von wissenschaftlichen Theorien. Naja, nehmen wir mal Menschen, die glauben, die Erde sei flach. Also da gibt es tatsächlich auch eine nicht kleine Community auf Facebook, die dazu Videos macht und so weiter. Also sie glauben, die Erde ist eine Scheibe. Und man muss ja sagen, dieser Wissenschaftsstand ist ja seit mehreren hundert Jahren sehr eindeutig überholt. Und das ist jetzt nicht so, dass es ein kontroverses Thema wäre in der Wissenschaft. Es ist nicht so, dass es totgeschwiegen ist. Das Thema ist einfach durch. Die Beweise sind erdrückend erbracht worden. Aber Verschwörungsgläubige wollen das eben nicht wahrhaben, beziehungsweise ignorieren auch ganz bewusst gegenläufige Hinweise. Das führt natürlich zu der Frage, wenn es doch Theorien gibt und sie uns eigentlich die Welt erklären wollen, wie ist denn eine Theorie mit der Wahrheit verknüpft, Herr Hepfer? Was hat Theorie und Wahrheit miteinander zu tun? Ja, ich würde gerne ganz kurz nochmal auf das eingehen, was Frau Nukun gerade gesagt hat. Und zwar, es gibt schon einen guten Grund, warum man das Theorie jedenfalls in so einem weiteren Sinne nennen kann. Nämlich es gibt eine ganze Menge ausgearbeiteter Verschwörungstheorien, die eben versuchen, mit genau denselben Methoden ihre Anliegen zu untermauern wie normale wissenschaftliche Theorien. Nennt man das Ganze Theorien und nimmt das so ernst, kann man dann an speziellen oder an spezifischen Punkten zeigen, wo es aus dem Ruder läuft. Also es gibt Verschwörungstheorien, die haben einen beeindruckenden Fußnotenapparat zum Beispiel und teilen viele andere Merkmale mit ja auch Theorien aus der Wissenschaft, also nicht nur Alltagstheorien. Sie sind auch darauf ausgelegt, genau das zu liefern, was uns Theorien normalerweise liefern, nämlich unsere Neugier zu befriedigen, unsere Angst vor dem Unbekannten zu reduzieren und uns Voraussagen über das Verhalten unserer Umgebung zu ermöglichen. Es hat also durchaus auch Vorteile, wenn man das tatsächlich ernst nimmt und sagt, naja gut, ihr behauptet, ihr stellt hier eine Theorie vor und wir klopfen das jetzt mal ab, ob das alle Merkmale erfüllt und wie sie diese Merkmale erfüllt, die für normale Theorien gelten. Die Frage der Wahrheit ist eine relativ weitläufige, aber man kann es runterbrechen auf zwei Dinge. Aus der Tradition kennen wir die Korrespondenz und die Kohärenztheorie der Wahrheit. Ich erkläre das gleich. Das sind zwei große Begriffe. Es gibt auch eine Menge Diskussionen dazu. Aber worauf es letztlich rausläuft, ist, dass die Korrespondenztheorie sagt, wir beziehen uns in einer bestimmten Art und Weise auf die Realität. Und wenn wir das richtig machen, ist das, was wir behaupten, wahr. Und wenn wir das falsch machen, dann ist es eben falsch. Die Kohärenztheorie sagt, wahr ist etwas dann, wenn es mit anderen Aussagen widerspruchsfrei zusammenstimmt. Das klingt zunächst mal völlig absurd natürlich, aber wir müssen uns ja auch immer daran erinnern, dass es Theorien gibt, die wenig oder keine
Berührungspunkte mit Erfahrung haben. Und das sind beileibe nicht nur Verschwörungstheorien, sondern sie haben Theorien wie meinetwegen die Mathematik. Das ist keine Erfahrungswissenschaft, das ist eine Wissenschaft, die von Definitionen ausgeht und ihr ganzes Gebäude von da aus entwickelt. Da haben sie also keine Möglichkeit, in der Erfahrung nachzusehen, stimmt denn das, was die da behaupten, oder stimmt es nicht? Und da ist die Kohärenztheorie durchaus einschlägig. Einschlägig ist sie inzwischen, leider muss man sagen, auch dadurch, dass wir uns verstärkt in virtuellen Umgebungen bewegen. Denn auch da, wenn wir vermittelte Informationen übers Netz kriegen, haben wir kaum bis gar keine Möglichkeiten zu überprüfen, stimmt denn das? Wir können nicht in der Erfahrungswelt nachgucken, ob diese Behauptungen zutreffen oder nicht, sondern wir müssen uns darauf verlassen, was andere uns da berichten. Und unser einziges Kriterium da ist dann tatsächlich zu sehen, stimmt denn das mit dem überein, was wir sonst schon so wissen, was unser übriges Meinungssystem uns sagt. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ich will auch nicht zu kompliziert werden natürlich. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar war. Das war durchaus nachvollziehbar, weil es jetzt grundsätzlich auch erklärt, wie die Herleitung von der Begrifflichkeit Verschwörungstheorie, aber auch in Abgrenzung zu Verschwörungserzählung funktioniert. Ja, wobei ich da nochmal einhaken würde. Also ich fand den Aspekt mit den Fußnoten, muss ich sagen, jetzt nicht wirklich überzeugend, weil nur die Tatsache, dass jemand viele Fußnoten anbringt, sagt jetzt noch nichts darüber aus, ob beispielsweise eine Arbeit wissenschaftlich ist oder nicht. Ja, also wenn man beispielsweise Abschlussarbeiten von Studierenden danach bewerten würde, wie viele Fußnoten sie haben, kann man mal auch ganz schön daneben greifen, weil es ja eben auch um Inhalte geht. Also nehmen wir mal als konkretes Beispiel, ich finde es immer ganz gut, konkret zu werden an der Stelle, QAnon, das ist eine Verschwörungserzählung, die kommt aus den USA. Da wird Donald Trump als eine Art Heiland gesehen, der nicht nur die USA, sondern die Welt befreien soll. Das sind Menschen, die glauben, es gäbe eine große Verschwörung weltweit. Angela Merkel, der Papst und Walt Disney sind da irgendwie, wären involviert. Also sind halt schon sehr kreative Ideen, muss man halt sagen. So natürlich sind es halt teilweise auch Dokumente, die da in entsprechenden Foren rumgereicht werden, die auf den ersten Blick irgendwie total toll recherchiert aussehen. Ich würde mich aber trotzdem dagegen wehren, das jetzt mit Wissenschaft auf eine Stufe zu stellen. Ich persönlich würde auch nochmal da anregen, dass ja nicht nur Theorie eben einen Beitrag dazu leisten können, wie Menschen eben die Welt um sich herum sehen, sondern Mythen und Erzählungen machen das ja ganz genauso. Ja, also wenn wir beispielsweise bestimmte Mythen haben, die für uns irgendwie Dinge erklären, die wir uns nicht erklären können auf andere Art und Weise, dann ist das eben auch aus meiner Sicht ja eine treffende Bezeichnung dessen, welche Funktion Verschwörungsmythen eben für einige Menschen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass solche Narrative nicht immer auch die einfacheren Geschichten sind. Also manchmal, wenn man sich mit Menschen unterhält, die glauben, hinter 9/11 würde ein großes Komplott stecken, ja, also dann hat man das Gefühl, bei Menschen, die sich so sehr in spezifische Verschwörungserzählungen reingearbeitet haben, dass sie da so ein unglaubliches Geflecht, wer mit wem angeblich zusammenhängt und was da alles eine Rolle spielen könnte. Und sie sehen auch Verbindungen, wo keine sind. Das ist eben auch etwas, das konnte die Wissenschaft feststellen, dass Verschwörungsgläubige da eben auch anfällig für solche Mechanismen sind. Und da zeigt sich eben, das sind nicht die einfacheren Geschichten. Ja, die sind halt emotional irgendwo einfacher, weil es eben klare Schuldige gibt, aber sind nicht unbedingt immer auch die einfacheren Geschichten. Da würde ich doch gleich nochmal zurückfragen wollen. Wie funktioniert dann für Sie wissenschaftlicher Fortschritt, wenn Sie von vornherein ein Kriterium anlegen, das hier gehört zur Wissenschaft und das hier nicht, von vornherein schon? Wir betrachten es also nicht näher darauf hin, ob es wissenschaftlichen Kriterien tatsächlich genügt. Also bei den Fußnoten gebe ich Ihnen vollkommen recht. Natürlich, man muss sich dann angucken, wo kommt dieser Fußnotenapparat her? Ist das sozusagen zirkulär? Also A verweist auf B, B verweist auf C und C wieder auf A und das wird irgendwo ins System eingespeist und taucht dann als Fußnote da auf. Aber wie funktioniert
wissenschaftlicher Fortschritt, wenn man von vornherein sagt, naja, das eine, das ist wissenschaftlich, das andere nicht. Denn man muss ja auch bedenken, es gibt tatsächlich Verschwörungen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Nicht? Denken Sie an Watergate oder die Klassiker, was weiß ich da, Catalina oder sonst was. Es sind ja nicht alles fiktionale Verschwörungstheorien. Ja, also natürlich stellt sich jeder Wissenschaftler wahrscheinlich tagtäglich auch dieselbe Frage, wo grenze ich mich gegenüber auch von Dingen ab, mit denen ich auch in den meisten Fällen wahrscheinlich nichts zu tun haben möchte. Ja, also ich finde es schwierig, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliche Methode in einer Art und Weise, wie sie an wissenschaftlichen Instituten, an Universitäten praktiziert wird, eben gleichzusetzen mit einer YouTube-Recherche. Das sind erstmal unterschiedliche Dinge. Natürlich sind es, sag ich mal, vielleicht philosophisch hochinteressant, interessante Fragen, die man sich grundsätzlich über die Begriffe stellen kann. Für mich ist es aber, ich bin Politikwissenschaftlerin, auch eine wichtige Frage, wie benennen wir dieses Phänomen auch in seiner politischen Relevanz in der Praxis und wollen wir das wirklich mit wissenschaftlichen Arbeiten gleichsetzen? Und das finde ich an der Stelle eben problematisch. Wenn wir beispielsweise den Klimawandel nehmen, wo es eben auch zahlreiche Verschwörungsideologen gibt, die seit Jahren behaupten, den Klimawandel gibt es nicht. Ja, also natürlich kann man das eine Theorie nennen, wenn aber die wissenschaftlichen Belege derart erdrückend sind und auch die Belege, auf die das fußt, eben nicht sauberes wissenschaftliches Arbeiten sind, sondern teilweise fehlerhafte Studien oder Studien, die in Junk-Magazinen veröffentlicht worden sind oder eben auch unsaubere Arbeiten, ist halt die Frage, ob man das mit Wissenschaftlichkeit gleichsetzen möchte. Ich finde es halt schwierig, vor allem in Betracht dessen, was man da in Diskussionen vielleicht auch auf eine Stufe hebt. Und natürlich gibt es wahre Verschwörungen. Also dazu haben wir in unserem Buch auch deshalb, gerade weil das eben auch von Verschwörungsgläubigen immer sehr häufig als Argument gebracht wird, natürlich gibt es wahre Verschwörungen. Nehmen wir mal den NSA-Skandal, den Diesel-Skandal, Sie haben den Watergate-Skandal vollkommen zu Recht da genannt. Es gibt auch immer wieder Kartelle und Komplotte in der Wirtschaft. Also da erinnere ich auch gerne an den Cum-Ex-Skandal. Aus meiner Sicht etwas, worüber viel zu wenig berichtet worden ist. Das war ein Betrug gigantischen Ausmaßes, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob wir über ein Phänomen sprechen, eine nachweisliche Verschwörung, ja, wo es Belege gibt, und etwas anderes, ob jemand, sag ich mal, spekuliert und diese Spekulation als wahr herausstellt. Ich glaube auch, dass es für den politischen Prozess wichtig ist, dass man beispielsweise abends bei einem Bier mit Freunden diskutieren kann, so, naja, diese Erklärung des Geheimdienstes fand ich jetzt nicht glaubwürdig, ja, aber es ist eben ein Unterschied, ob man sagt, es gibt da auf jeden Fall eine Verschwörung und ich gehe schon gedanklich 5 Schritte weiter und konzipiere schon, wie der Papst damit drin hängt, oder eben, ob man sagt, so, naja, ich halte es für unwahrscheinlich, ich warte mal ab, was der Untersuchungsausschuss des Bundestags beispielsweise zu diesem Skandal recherchiert, was Journalisten recherchieren, was Wissenschaftler vielleicht sagen, und da würde ich doch schon eine Linie ziehen. Also ich finde es tatsächlich schwierig, wissenschaftliche Theorien auf eine Ebene zu stellen, wie beispielsweise Menschen, die eben von einer großen jüdischen Weltverschwörung erzählen. Und das ist eben auch ein großes Problem, wenn man sich mit diesem Phänomen befasst. Vermeintliche Verschwörung, also oft heißt es eben, Verschwörungsmythen wären harmlos. Für einige Menschen ist es eben auch doch der Einstieg in den Rechtsextremismus, der Einstieg in eine sehr starke Wissenschaftsfeindlichkeit bis hin zu einer generellen Ablehnung des politischen Systems, weil man eben glaubt, alles sei gesteuert. Und diese radikalisierende Wirkung, finde ich, ist eben etwas, was gerade in rechtsextremen Gruppierungen eine mittlerweile sehr, sehr große Rolle einnimmt. Und daher finde ich es gerade in diesem Aspekt auch sehr treffend, dann auch von Verschwörungsideologien zu sprechen, weil eben dort diese starke Freund-Feind-Schwarz-Weiß-Weltbild-Geschichte sehr, sehr prägend dafür ist, was das mit Gruppen auch macht. Ich meine, ein gutes Beispiel wäre doch zum Beispiel, wenn man daran zurückdenkt, es ist noch gar nicht so lange her, jedenfalls so geht die Sage, da gab es viele Menschen, die daran glaubten, die Sonne drehe sich um die Erde. Und diejenigen, die daherkamen und dann sagten, nee, nee, das ist aber gar nicht so, es ist in Wahrheit umgekehrt, die könnte man also mit dem, wie ich Frau Nockun jetzt gerade verstanden habe, relativ gut in die Verschwörungsecke stellen und sagen, naja, das ist, da glauben wir nicht dran. Unser Modell funktioniert wunderbar. Das andere, das ist nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist das, was wir machen.
Ich finde das sozusagen, das hätte natürlich schon, wäre eine interessante Sache, wenn man einfach die Leute, die mit alternativen Deutungen um die Ecke kommen, zunächst mal ernst nimmt und dann diese alternativen Erklärungen daraufhin abklopft, ob sie tatsächlich dem Test an der Erfahrung standhalten oder nicht. Und bei ganz vielen stellt sich dann eben heraus, nein, hier läuft es schief und hier wird vorsätzlich gelogen, betrogen, geschummelt oder sonst irgendwas, um die Leute dazu zu bringen, eben irgendeiner bestimmten Ansicht anzuhängen. Wobei ich hier gerne kurz reingrätschen würde, also es ist ein beliebtes Vorurteil, dass es sich bei Verschwörungserzählungen eben meist um alternative Erklärungen oder alternative Deutungsmuster handeln würde. Dem ist nicht so. Also gerade wenn wir uns Verschwörungsmythen eben auch anschauen in der Geschichte, die durch beispielsweise Staaten verbreitet wurden, also auch durch Politiker, beispielsweise durch Außenminister, Innenminister, gibt es zahlreiche Beispiele, dann ist es auch keineswegs so, dass der Glaube dass eine Verschwörungserzählung immer etwas sein muss, woran die Minderheit glaubt. Also es ist eben auch so ein Narrativ, was immer wieder auch bemüht wird, dass es sich eben um unterdrückte Minderheiten handeln würde. Und wir benutzen in unserem Buch tatsächlich eine Definition, die sich rein auf die Struktur des Narrativs bezieht. Denn wenn wir, ansonsten kommt man aus unterschiedlichen Gründen bei der wissenschaftlichen Untersuchung dieses Phänomens immer wieder in Probleme. Nehmen wir einmal Deutschland zur Nazizeit. Ja, da haben mehr als 50% der Menschen in Deutschland an eine angebliche jüdische Weltverschwörung geglaubt. Ja, wenn es Untersuchungen gegeben hätte zu einer angeblich vom Kreml gesteuerten großen kommunistischen Verschwörung auf US-Boden, hätten wahrscheinlich auch nicht wenige Leute gesagt, das halten sie für total wahrscheinlich. Jahre später hat sich gezeigt, dass in der McCarthy-Ära auch zahlreiche Menschen zu Unrecht beschuldigt wurden, gerade aus dem Gewerkschaftssektor, was halt eben auch unglaubliche toxische Folgen hatte. Also es ist mitnichten so, dass Verschwörungsmythen immer, sag ich mal, etwas sind, was von der Minderheit geteilt wird. Und natürlich ist es auch so, dass in der Untersuchung, in der wissenschaftlichen Untersuchung die Frage eine Rolle spielt, können Verschwörungserzählungen oder sag ich mal, gibt es wahre Verschwörungen? Und interessanterweise gab es auch zum Watergate-Skandal, den Sie angesprochen haben, ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, eine ganz interessante Untersuchung zum Thema, wie hoch ist der Anteil von Menschen, die eben an eine Verschwörung im Rahmen dieses Skandals glauben? Und diese Untersuchung wurde eben gemacht, bevor, sag ich mal, alle Fakten auf den Tisch lagen und bevor klar war, Nixon muss gehen, da gab es eben einen Abhörskandal. Und solche Untersuchungen machen aber trotzdem Sinn, weil man damit auch schauen kann, in Abwesenheit der finalen Belege, beispielsweise gibt es eine Tendenz, dass wir eher glauben, der politische Gegner wäre in so ein Komplott, in so eine Verschwörung verwickelt, oder glauben wir das eher bei Menschen, denen wir eigentlich politisch nahestehen? Ja, also wenig überraschend kam bei dieser Studie beispielsweise heraus, dass man dem politischen Gegner systematisch eher dazu neigt, zu glauben, dass er Teil einer Verschwörung wäre. Und die Tatsache, dass es wahre Verschwörungen gibt, schließt nicht aus, dass man sich mit diesem Phänomen als solches wissenschaftlich beschäftigen kann. Ich glaube, man sollte schon differenzieren. Es gibt natürlich diese ideologisch motivierten Verschwörungserzählungen oder Theorien von oben, die wir zum Beispiel zur Zeit des Dritten Reiches oder in der McCarthy-Ära gesehen haben. Und es gibt die von unten und die, also die aus, sagen die nicht von oben gesteuert werden. Und das sind solche, die häufig eben dazu dienen, den Leuten Handlungsoptionen zu geben. Und die häufig der Selbstermächtigung dienen. Und das ist ja das, was wir im Moment, denke ich, in erster Linie im Zusammenhang dieser Corona-Geschichte sehen. Also um da ganz kurz mal reinzugreifen, ich finde Ihren Diskurs tatsächlich sehr interessant, weil es eigentlich deutlich macht, wie schwierig diese Thematik eigentlich zu greifen ist. Ich habe aber die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wir auch ein bisschen unterscheiden müssen, was ist denn jetzt, also wo ist denn der Unterschied zwischen beispielsweise Journalismus und Wissenschaft? Und aus meiner Sicht, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Masern, also im Thema Gesundheit Masern oder auch Thema Corona sind, dann gibt es Verfahren, wissenschaftliche Verfahren, die letztendlich nachweisen können, ob dieses Virus gefährlich ist oder nicht. Und jetzt gibt es Menschen,
die Statistiken nutzen oder Wissenschaft nutzen und sie anders interpretieren, als sie eigentlich ist. Und wir wissen alle, mit Zahlen kann man das sehr gut machen. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sodass Wissenschaft häufig ja auch dazu missbraucht wird oder zumindest in einen anderen Kontext gezogen wird, um Dinge, die man glaubt, in ein anderes Licht zu ziehen, um das zu belegen, wovon man denn glaubt, dass es richtig wäre. Und ich glaube, es ist wichtig und gerade jetzt im Kontext der Pandemie oder auch des Gesundheitsbereiches, dass wir uns auf die wissenschaftlichen Aspekte beschränken und daran versuchen, Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien festzumachen. Ich kann natürlich verstehen, dass es noch weitere Dinge gibt, aber wenn ich beispielsweise über den Watergate-Skandal denke, dann ist das ein Prozess und nach dem Prozess kann ich halt gucken, ob das wahr ist oder nicht. Im Rahmen der Corona-Pandemie läuft dieser Prozess bereits und wir haben dazu wissenschaftliche Erkenntnisse. Oder sehe ich da irgendwie was falsch? Eine wichtige Einsicht, glaube ich, die man nicht vergessen sollte, ist, dass es den einen richtigen Blick auf die Welt nicht gibt. Jedenfalls, wenn es um die Erfahrungswelt geht. Das gibt es tatsächlich nur in Theorien, die nichts mit der Erfahrung zu tun haben, also meinetwegen der Mathematik oder der Logik, der Geometrie. Da gibt es absolut richtig und absolut falsch. Bei anderen Theorien oder Modellen, mit denen wir uns die Erfahrung irgendwie zugänglich machen, da gibt es nur so eine Skala, auf der wir uns bewegen, die geht von sehr unplausibel bis relativ wahrscheinlich, gut bestätigt, was auch immer. Und das nutzen natürlich Menschen aus, die mit alternativen Theorien oder Erzählungen um die Ecke kommen und uns weismachen wollen, die Dinge seien ganz anders. Die seien nämlich nicht so, wie uns bisher die Wissenschaft oder der Mainstream glauben machen wollte, sondern sie lägen mit ihrer Erzählung sehr viel richtiger. Und das ist eine Falle, in die man da auch leicht reintappen kann. Und können wir sehr gut beobachten eigentlich im Hinblick auf das, was im Moment hier im Rahmen dieser Corona-Diskussion passiert. Auch da haben wir eben viele, die versuchen zu sagen, naja, absolut richtig gibt es nicht, dann könnte doch unsere Interpretation der Daten oder auch nur der vermeintlichen Daten sehr viel besser sein als das, was wir hier aus offizieller Hand bekommen. Und das Ungünstige bei dieser Geschichte ist, dass es durchaus eine ganze Menge auch seriöser Belege gibt, die dann eingearbeitet werden können, um diese Sicht der Dinge zu stützen. Also ich würde sagen, das ist eine, wenn man da in der Auswahl der Belege gezielt selektiv vorgeht, kann man sozusagen eine pseudowissenschaftliche Stützung seiner Sicht der Dinge, seiner Theorie durchaus hinbekommen. Auch mit seriösen Quellen. Es gibt verschiedene Personenkreise, die eher empfänglich sind für solche Verschwörungsmythen. Frau Nucken, welche Personenkreise sind das denn, die in diesem Kontinuum zwischen sehr wahrscheinlich und unwahrscheinlich so anfällig sind, um sowas zu glauben oder in Frage zu stellen? Ja, also erst einmal finde ich es schwierig, dass momentan auch sehr häufig von Covidioten beispielsweise gesprochen wird, wenn es um verschwörungsideologische Demonstrationen geht oder eben, dass diese Menschen in so diese Ecke, die sind ja psychisch krank gestellt werden. Denn wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt nicht höher ist in der Gruppe der Verschwörungsgläubigen im Vergleich zur Restbevölkerung. Und gleichzeitig stigmatisiert man damit natürlich auch psychisch Kranke, wenn man das jetzt so mit Paranoia beispielsweise gleichsetzt, die man sich ja nicht aussucht, wenn man an so einer Erkrankung leidet. Und ich finde solche Begrifflichkeiten daher sehr problematisch. So diese Ansage, die sind alle dumm, finde ich genauso problematisch, weil sich das eben auch nicht statistisch in irgendeiner Weise deckt mit dem, was die Wissenschaft über Verschwörungsgläubige weiß. Also zunächst einmal, Studien zeigen, dass ein niedriger Bildungsgrad eher mit dem Glauben an Verschwörungsnarrative einhergeht, genauso wie auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Übrigen. Das lässt sich aber über einen anderen Faktor viel besser erklären als jetzt, sag ich mal, über das Thema Intelligenz oder Bildung, wie auch immer. Es geht da auch ganz stark um Kontrollverlust, also um das Gefühl, bin ich selbstwirksam in meinem Leben, kann ich Dinge steuern oder bin ich eher fremdbestimmt? Und wenn man in unserer Gesellschaft eben einen niedrigeren Bildungsabschluss hat, dann
läuft man eher Gefahr, in Jobs zu stecken, wo man sich nicht aussuchen kann, was man macht, wo man vielleicht auch eher getrieben ist durch die Situation im Arbeitsmarkt, wenig verdient. Und das sind eben so Konstrukte, die etwas mit Menschen machen. Also Studien zeigen sehr deutlich, dass wir alle oder viele Menschen eine Veranlagung dazu haben, in Situationen des Kontrollverlusts dazu zu neigen, Muster zu sehen, wo keine sind. Ja, und das fliegt uns momentan in der Pandemie sozusagen ein bisschen um die Ohren, denn jetzt verändert sich ja für ganz viele Menschen was. Also einmal im Privaten, man kann seine Freunde nicht mehr so sehen wie immer. Bei einigen Menschen ist es so, dass der Job auf der Kippe steht oder man ist in Kurzarbeit oder man hat außergewöhnliche Belastungen. Das ist auch ein Gefühl von Kontrollverlust. Kontrollverlust können aber auch Situationen im Leben sein, wie beispielsweise ja die Trennung vom Partner oder eine schwere Krankheit. Das heißt, es sind Momente, die wir alle in unserem Leben irgendwo haben und die was mit uns machen. Und Verschwörungsnarrative können in solchen Situationen eine Art inneres Geländer geben. Ja, also man denkt nicht, die Welt wäre rosarot, sondern man hat aber das Gefühl, es ist zumindest kein Chaos, sondern es gibt da diesen Plan. Ja, und man kennt den Plan. Und es gibt klare Schuldige, die man benennen kann, die man vielleicht verantwortlich machen kann für das, was gerade auch im eigenen Leben schiefläuft. Und das hilft einigen Menschen, mit Unsicherheit umzugehen. Wobei man auch sagen muss, also Menschen unterscheiden sich da psychologisch auch sehr stark, auch in der Bereitschaft, mit neuen Risiken umzugehen oder sich in neue Situationen umzuleben. Aber man kann sagen, dass diese Pandemiesituation das erstmal ganz stark befördert. Und das erklärt auch, warum viele Menschen die Erfahrung machen, dass Menschen jetzt plötzlich Verschwörungsnarrative zum Thema Impfungen oder zum Thema Corona verbreiten, die man sonst gar nicht so eingeschätzt hätte, die das vorher auch nicht unbedingt gemacht haben. Ein anderer Faktor ist die Tatsache, dass wir alle dazu neigen, bei großen Ereignissen davon auszugehen, dahinter wird eine große Ursache stecken. Also intuitiv hat man immer den Drang, so ein Gleichgewicht daherzustellen. Und da fällt es eben ganz vielen Menschen unglaublich schwer zu akzeptieren, dass eine Pandemie durch eine kleine zufällige Mutation irgendwo auf diesem Planeten von einem winzigen Virus ausgelöst wurde. Ja, und diese Mutation ist dafür verantwortlich, dass sich das nicht nur vom Tier auf den Menschen, sondern von Mensch zu Mensch überträgt. Deshalb sind auch solche Narrative von einer angeblichen Biowaffe oder der Herstellung im Labor so populär, weil damit ist plötzlich der Effekt und, sag ich mal, die Ursache irgendwo auf mehr gefühlt auf einer Ebene. Und man darf nicht vergessen, dass für einige Menschen es auch so ist, dass sie ein instrumentelles Verhältnis zum Glauben an Verschwörungen haben. Das macht ja auch etwas mit mir, wenn ich glaube, ich bin Teil einer kleinen auserwählten Gruppe, die sozusagen die Wahrheit erkennt. Ja, also ich denke selbst und alle anderen sind fremdbestimmt oder man ist aufgewacht und alle anderen schlafen. Ja, also es erhebt einen irgendwo über den Durchschnitt. Und gerade wenn vieles im Leben gerade nicht so im Lot ist oder nicht kontrollierbar ist, dann kann es durchaus ein sehr positives Gefühl geben, wenn man glaubt, einen Geheimplan zu kennen und vielleicht sogar sich eine Art Heldengeschichte erzählt. Also ich und meine Gruppe, wir gehen jetzt los, um die großen Verschwörer zu stoppen. Und das sind alles psychologische Effekte, die bei Menschen eine Rolle spielen, die aber bei uns allen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Also ich würde davor warnen, zu sagen, naja, mir kann so etwas nie passieren. Gerade Krisen sind immer wieder Punkte, wo bei denen Aussteiger auch später berichten, das war der Punkt, wo sie mich gekriegt haben, wo ich gerade an vielem gezweifelt habe. Und da waren plötzlich dann Verschwörungsnarrative oder entsprechende Gruppen dann irgendwo ein Halt in meinem Leben. Würden Sie sagen, Helfer, dass unsere heutige Gesellschaft eigentlich eher empfänglich ist für solche Verschwörungsmythen aufgrund der sozialen Medien? Also das ist sicherlich ein Brandbeschleuniger, das kann man so sagen. Ich bin mir nicht so sicher, also ich kann die Quelle jetzt nicht genau angeben, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich neulich mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass die Menge der Menschen, die an Verschwörungstheorien glaubt, gar nicht mal zugenommen hat, sondern dass sich einfach der Glaube verlagert hat, dass also der thematische Fokus ein anderer geworden ist. Ich meine, diese Corona-Geschichte ist ja auch anschlussfähig für viele Erzählungen, die da schon lange im Schwange sind. Da haben wir den Antisemitismus, der sich da wieder artikuliert und diverse andere Motive, die wir zum Teil schon aus dem Mittelalter kennen. Aber natürlich macht es einen großen Unterschied, wie wir mit der Welt in Kontakt kommen. Und wenn wir das hauptsächlich dadurch tun, dass wir uns durch unser Browserfenster auf vermittelte Informationen stützen, dann
öffnet das natürlich schon der alternativen Interpretation der Welt Tür und Tor. Das beschleunigt das sehr. Und sie können da auch sehr wenig dagegen machen. Früher, wo der direkte Bezug zur Erfahrung vielleicht noch etwas größer war, da konnte man dann eben auch direkt sehen, nein, so funktioniert das nicht. Heute, wenn sie das alles virtuell abhandeln, wird das schwierig. Denn sie können im Prinzip natürlich jede Behauptung gegen sämtliche Einwände verteidigen. Sie müssen nur bereit sein, im Rest ihrer Theorie-Modifikationen immer größeren Ausmaßes zuzulassen. Aber wenn Sie jetzt davon überzeugt sind, dass diese Behauptung stimmt und ich will davon auch nicht abrücken, dann schaffen Sie das. Da müssen Sie nur ein bisschen Energie reinstecken. Frau Nuckeln, Sie sind Netzaktivistin und haben natürlich entsprechend auch Ahnung davon, wie diese Medien eigentlich funktionieren und sicherlich auch inwieweit Medien Einfluss haben auf die Förderung dieser Verschwörungsmythen. Würden Sie auch sagen, dass sich das nicht aufhalten lässt oder kann man eigentlich was dagegen tun? Ja, also ich bin Netzaktivistin in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich wie alle anderen Menschen, die sich heute mit Politik auseinandersetzen, zwangsläufig des Mediums Internet bediene. Aber ich mache auch so langweilige Sachen wie Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe einreichen zum Thema Vorratsdatenspeicherung und Bestandsdatenauskunft etwa. Und also ich setze mich eben in meiner Arbeit sehr viel auch mit dem Thema Digitalisierung, Datenschutz, Algorithmenkontrolle auseinander. Und man muss schon sagen, dass ja einige wenige Entscheidungen bei einigen großen Konzernen wahrscheinlich dazu geführt haben, dass verschwörungsideologische Accounts in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum hingelegt haben. Also es gibt beispielsweise einen ehemaligen Mitarbeiter von YouTube, Guillaume Chelot. Er ist Franzose und er hat dort bei YouTube auch mitgearbeitet, so an Empfehlungsalgorithmen. Das macht eine künstliche Intelligenz, die entscheidet, was für Videos werden vorgeschlagen. Und da war es so, dass man eigentlich den Plan hatte, ganz stumpf, man will einfach die Zuschauerzeit maximieren. Ne? Also je mehr Leute schauen, desto höher ist der Gewinn der Werbeeinnahmen, ist ja logisch. Und anscheinend ist es so, dass die künstliche Intelligenz dann ein sehr gutes Verfahren selbstständig aufgrund der Daten gefunden hat, ja, und irgendwie ist es anscheinend so, dass wir psychologisch dazu neigen, eher dran zu bleiben, wenn uns immer etwas vorgeschlagen wird danach, was so ein bisschen extremer ist. Ja, also so vereinfacht gesagt, ich fange an, mich für Joggen zu interessieren und irgendwann lande ich bei den Vorschlägen dann beim Halbmarathon, ja, um mich an der Stange zu halten. Das ist im Bereich Joggen oder Ernährung vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn wir aber den politischen Kontext nehmen, kann das aber schon Radikalisierungstendenzen entfalten. Also es macht einen Unterschied, ob ich ein Trump-Video schaue, ja, und danach halt irgendwie 5 Vorschläge weiter dann einen Holocaust-Leugner vorgeschlagen bekomme. Ja, das sind aber alles Fälle, von denen wir wissen, dass sie bei YouTube eben auch passiert sind. Und bei Facebook war es so, dass es auch eine Algorithmusänderung vor einigen Jahren gegeben hat. Da hat sich Facebook dazu entschieden, Gruppen stärker zu bewerben. Ne? Also man hatte den Gedanken, man will Facebook mehr zum Ursprung zurückführen, also private Kommunikation stärken, beispielsweise irgendwie die Kindergruppe, die lokale Nachbarschaftsgruppe. Und dabei hatte man vergessen, naja, es gibt eben auch andere Gruppen, beispielsweise verschwörungsideologische Gruppen, und die haben eben auch in dieser Zeit ein sehr starkes Wachstum hingelegt. Also natürlich hat das Internet die Art und Weise, wie Verschwörungserzählungen verbreitet werden, verändert. Also einmal gibt es eben Entscheidungen großer Konzerne, die da eine Rolle spielen können, vor allem für die Frage, ob unbedarfte Nutzer zufällig irgendwie in sowas reingeraten. Und der Empfehlungsalgorithmus hat eben anscheinend da auch eine starke Rolle gespielt. Das ist das, wovon Wissenschaftler auch heute ausgehen. Und andererseits ist es natürlich so, dass die Szene selbst sich verändert hat. Also früher war es so, man musste irgendwie wissen, was sind die einschlägigen Zeitschriften, wo kann ich den UFO-Kurier bestellen, wo gibt es die nächste Messe, wo gibt es die Bücher aus dem Selbstverlag zum Thema Esoterik. Und heute ist das Internet, also ja, es ist relativ einfach, sich da irgendwo anzudocken und auch Gleichgesinnte zu finden. Und die Akteure, die Promis aus dieser Szene, die sind international sehr gut vernetzt. Also man beobachtet immer wieder, nicht nur bei QAnon, sondern auch bei älteren Verschwörungserzählungen, dass man sich international sozusagen befruchtet. Man hat dann eine Remix-Kultur, man übersetzt teilweise Inhalte, man verlinkt aufeinander. Und das natürlich in einer Geschwindigkeit, die heute ganz anders stattfindet. Also es gibt auch immer wieder Beispiele, dass sich einige Influencer
wo ein Influencer irgendeine neue Verschwörungserzählung oder ein neues Element ausdenkt und man merkt richtig, wie das durch die Kanäle wandert, sich immer weiter verändert und bis irgendwann auch neue Narrative daraus entstehen. Und wer sich mit dem Thema Internet und Verschwörungserzählungen gerne näher befassen möchte, den kann ich wirklich auch nur den Podcast von der New York Times ans Herz legen mit dem Titel Rabbit Hole, also das Kaninchenloch. Und das erzählt die Geschichte von einem Mann, der ja eigentlich politisch eher links war und sich dann irgendwann über YouTube so weit radikalisiert, dass er irgendwann auch bei Holocaust-Leugnern und solchen Geschichten rauskommt. Und er hat war dann schockiert, hat dann auch ein Video veröffentlicht, wo er sagt, er findet es ganz gefährlich, wie Leute in sowas also reinrutschen können. Und er hat selbst diese Erfahrung dann auch gemacht und hat dann seine Daten von der New York Times analysieren lassen. Und das finde ich, ist doch eine sehr, sehr spannende Recherche, die auch wirklich zeigt, wie so eine Radikalisierung auch alleine innerhalb von wenigen Monaten auch passieren kann. Den Tipp werden wir auf jeden Fall in die Shownotes machen, genauso wie Ihren Podcast auch, Frau Nukun. Denkangebot. Sie haben gerade die Influencerin, die Influencer und Influencerinnen erwähnt. Jetzt ist es ja so, dass wir aktuell hören, dass die Zahl der Intensivbetten natürlich ja nicht ausreicht, beziehungsweise knapp wird und im Rahmen der Ausstattung der Pflegefachpersonen grundsätzlich auch die Betten gar nicht so relevant sind, sondern vielmehr die Personen, die Menschen in diesen Betten auch pflegen müssen. Jetzt sieht man aber immer wieder in den sozialen Medien, durchaus auch bei Instagram, Influencer und Influencerinnen, die ebenfalls solche Beiträge veröffentlichen, wo sie das alles auch schon so ein Stück weit relativieren. Aber das ist natürlich jetzt genau diese Berufsgruppe, die am ehesten damit in Kontakt tritt. Frau Nukun, wie kann man das erklären, dass die Berufsgruppe, die eigentlich mittendrin ist, auch, also nicht grundsätzlich, aber dass dort auch Vertreter und Vertreterinnen vorhanden sind, die in diese Richtung gehen? Naja, also der Glaube an Verschwörungsmythen zieht sich quer durch die Gesellschaft. Es gibt laut der Statistik keinen großen Unterschied zwischen Ost und West, auch in den Altersgruppen nicht. Männer scheinen ein bisschen stärker anfällig zu sein als Frauen, aber grundsätzlich ist das ein Phänomen, das trifft man auch in Hocheinkommensgruppen, genauso wie ja in niedrigen Einkommensgruppen. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass es auch natürlich, also es gibt ja auch Ärzte, die durchaus auch zum Lager der Corona-Leugner zu zählen sind. Ja, also da sieht man eben auch, dass das Medizinstudium einen nicht davor schützt, in späteren Jahren vielleicht einmal ja an Verschwörungsideologien zu glauben oder sie selbst zu verbreiten. Und ich würde da auch immer gerne dazu anregen, wenn man beispielsweise in Gesprächen ist mit Verschwörungsgläubigen und dann heißt es ja, aber der folgende Arzt hat dies und jenes auf YouTube gesagt, da würde ich immer nur noch mal dazu anregen, sich zu überlegen, wie viele 100.000 Ärzte, wie viel medizinisches Personal es in Deutschland eigentlich gibt und natürlich, dass ein gewisser Mini-Prozentsatz davon auch verschwörungsgläubig ist, ist wenig überraschend, weil es eben in allen anderen Berufsgruppen auch so ist. Was ich persönlich immer dramatisch finde, ist natürlich, dass bei Influencern hat man eine gewisse Verantwortung. Ja, also insbesondere, wenn es beispielsweise junge Menschen sind, die einem folgen, das ist auch bei Stars aus der Musikszene so, selbst wenn man eigentlich nicht vom Fach ist, genießt man bei diesen Menschen eben ein sehr großes Vertrauen, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, ja, also auch bei Aussagen zum Thema Corona. Und da würde ich in den meisten Fällen aber tatsächlich davon ausgehen, dass die wenigsten sich jetzt da irgendeinen finanziellen Vorteil von versprechen, wenn sie entsprechende Verschwörungsmythen verbreiten. Also natürlich gibt es auch Geschäftskonzepte, gerade im Esoterikbereich, wo das eine behauptet wird und dann zufällig hat man die passende Wunderpille, die auch gegen Corona helfen soll, parat oder beispielsweise Homöopathie gegen Corona. Gibt ja da nichts, was es nicht gibt. Aber bei vielen ist es so, dass sie eigentlich da beruflich gar keine Vorteile zu haben. Also es gab ja auch einen bekannten Schlagersänger, der jetzt seine Karriere mehr oder weniger damit beendet hat, dass er sich einen eigenen Telegram-Channel mit Verschwörungskontent dann angelegt hat. Diese Menschen sind halt wirklich überzeugt und da würde ich auch immer wieder gerne dran erinnern, naja, wir alle leben in so einer Kontrollverlustsituation und bei einigen Menschen führt es eben dazu, dass sie auch eher in dieses verschwörungsgläubige Lage abdriften. Und hinzu kommt, dass wir auch gar nicht wissen, bei wie vielen dieser Menschen dieser Wechsel überraschend kommt. Weil manchmal ist es so, wenn man mal nachfragt, naja, woher hast du das, warum glaubst du das, dann stößt man durchaus auch
ab und an auf Personen, die dann plötzlich sagen so, naja, also ich bin seit einem Jahr schon Fan von folgenden YouTube-Stars, die eben verschwörungsideologischen Content verbreiten und ich habe das aber vorher nie ausgesprochen. Oder gerade im anthroposophischen, auch esoterischen Milieu gibt es eben große Milieus, die sehr impfskeptisch schon immer waren. Ja, also die immer schon Impfungen beispielsweise gegen Masern abgelehnt haben. Und das kann eben dazu führen, dass momentan dann plötzlich neue Verschwörungserzählungen zu Corona da total anschlussfähig sind. Das heißt, der Schritt, den die einzelnen Menschen da machen müssen, um eben dieses Verschwörungsnarrativ zu akzeptieren, ist gar nicht so groß, wie es von außen hin erscheinen mag. Und an der Stelle möchte ich aber auch gerne hervorheben, Influencer und Internet und YouTube, das ist nicht alles schlecht. Also es gibt so viele tolle Videos oder auch eben Inhalte, Bilder, Grafiken, Songs teilweise, die wirklich in den letzten Monaten großartigen Beitrag dazu geleistet haben, Menschen über die Gefahren von Corona aufzuklären. Und ich finde es da wegweisend, auch wie andere Länder auf die Ressource Influencer beispielsweise zugreifen. In Finnland ist es so, dass es wirklich ja eine staatliche Kampagne gibt, wo auch Influencer angesprochen wurden, um eben zu verbreiten, was sind die richtigen Schutzmaßnahmen gegen Corona, um das eben auch in Bevölkerungsgruppen zu verbreiten, die sonst nicht mehr Fernsehen schauen, ja. Und da hätte ich mir da auch durchaus mutigere Konzepte in Deutschland vorstellen können. Okay. Herr Hepfer, was fällt Ihnen denn ein, damit sozusagen diese Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien entgegengewirkt werden kann? Beziehungsweise nochmal die Frage, würden Sie meine Meinung teilen, dass das Leugnen von Corona oder zumindest das Verharmlosen dieser Pandemie gefährlich und tatsächlich auch ja dramatische Ausmaße haben kann? Ja, das kann durchaus sein. Mein Problem ist nur, ich kann das nicht wirklich einschätzen. Also wir wissen im Moment schlichtweg zu wenig über dieses neuartige Virus und meinetwegen auch die Langzeitfolgen oder Langzeitschäden, die das haben kann. Die Zahlen, die wir bisher haben, sind so belastbar letztlich noch nicht. Wir arbeiten ja häufig über Bande, nicht? Also, dass da irgendwie aus anderen Kontexten versucht wird, Dinge abzuleiten, zum Beispiel aus Blutproben, die in anderen Zusammenhängen gezogen wurden und schon ein bisschen älter sind. Da wird dann geguckt, können wir das Virus da schon nachweisen? Solche Dinge. Ich kenne mich in der Materie selber zu wenig aus, aber ich wäre durchaus, denke ich, mit Ihnen auch. Es ist natürlich also eine sehr leichtfertige Sache, solange wir so wenig wissen, schon mal kategorischen Standpunkt zu entwickeln. Das gibt's alles nicht und wir brauchen wir müssen da in keiner Weise vorsichtig sein. Mhm. Ich meine, die andere Sache ist natürlich tatsächlich auch, dass wir uns bei Verschwörungstheorien häufig auf deren Widerlegung kaprizieren. Ich glaube, das ist aber gar keine so wirklich erfolgreiche Strategie. Sehr viel erfolgreicher ist es, sich zu überlegen, ist das, was uns da als, ich sage jetzt trotzdem nochmal, alternative Deutung angeboten wird, ist das eine Sache, mit der es sich lohnt, sich weiter zu beschäftigen, oder ist das von vornherein gänzlich unplausibel? Und bei vielen, was ich bei vielen dieser Proteste, so wie ich das verfolgt habe, sehe, ist, es gibt durchaus unter den Leuten, die da also vielleicht nicht am lautesten auf der Straße rumlaufen, aber die da mitlaufen oder auch demonstrieren und protestieren, da gibt es durchaus berechtigte Anliegen. Mhm. Dass das übertönt wird von denjenigen, die da laut schreien, die besonders schrille Stories erzählen und verbreiten wollen, keine Frage. Aber ich wäre da also nicht so von vornherein, ich würde mir dieses Urteil nicht anmaßen, von vornherein zu sagen, ja, das ist alles irgendwie aus dem Verschwörungskontext, das kann man ad acta legen und da braucht man sich nicht weiter damit zu beschäftigen, sondern ich würde schon sagen, es lohnt sich da auch ein bisschen genauer hinzugucken, denn durchaus berechtigte Anliegen, zum Beispiel zum Zustand unserer Gesellschaft, die vielleicht auch eine Vorgeschichte haben, die schon weit vor Corona anfangen. Nicht? Wir haben eine große Anzahl von Menschen hier dauerhaft
ja sozusagen aus dem System ausgegliedert, ruhig gestellt mit Transferleistungen, wo auch klar ist, dass wir die allergrößte Zahl von denen nicht wieder ins System und auch in der nächsten Generation nicht wieder ins System zurückholen wollen. Die sind schlechtweg überflüssig. Das leisten wir uns in aller Arroganz zu sagen. Wir zahlen denen ihre Sozialhilfe, Hartz IV, was auch immer. Hauptsache, sie sind ruhig und belästigen uns nicht weiter. Oder aber, so, ich könnte natürlich vielleicht auch Ihnen noch eine sozusagen noch eine neue Überverschwörung präsentieren. Könnte ja durchaus sein, dass das durchaus offiziell gefördert und gern gesehen wird, dass so viele Leute sich inzwischen in sehr seltsame Meinungssysteme begeben. Denn das lenkt die immerhin davon ab, sich darüber Gedanken zu machen, was in unserem System als solches tatsächlich schiefläuft. Naja, zum Beispiel auch die Eigentumsverteilung insgesamt oder eben auch in dem Bereich, natürlich mit dem wir es gerade jetzt hier zu tun haben, in der Pflege, wo sie dann irgendwie Bullshit-Jobs kriegen, die mit ganz geringer Bezahlung eigentlich ausbeuterisch sind im klassischen Sinne. Was also sozusagen von offizieller Seite daran eigentlich sehr gut wäre, wenn viele Leute eben auf dieser Verschwörungsschiene unterwegs wäre, wäre, dass sie letztlich das alte System wieder zurückhaben wollen damit. Und das sehen wir ja häufig, nicht? Also weg mit den Beschränkungen, weg mit den Einschränkungen, die wir jetzt im Zuge dieser Lockdowns da haben. Die Leute wollen den alten Zustand zurück. Und wenn man mal genauer hinguckt, der alte Zustand, der verdient eigentlich diesen affirmativen Schub überhaupt nicht. Denn der alte Zustand heißt, dass sie schlecht bezahlt in Jobs sitzen, die kaum zum Leben reichen. Insofern wäre das natürlich eine sehr erfolgreiche offizielle Strategie, wenn man sagen würde, ja, wir fördern das einfach, dass die Leute sich aufreiben, ihre Energie reinstecken in solche Systeme wie QAnon, nicht? Wer auch immer daherkommt und das Ganze dann dem Ganzen dann noch eine Radikalisierungsstufe mehr verpasst. Und das könnte man natürlich, wenn man sozusagen den Schritt noch macht, dann könnte man das nochmal mit anderen Augen betrachten auch. Ja, wobei ich würde da ganz entschieden widersprechen. Wenn man sich genau anschaut, also ich glaube, man muss sich diese Demonstration genau anschauen. Klar, es ist nicht auszuschließen, dass der eine oder andere dort auch mitgelaufen ist, der vielleicht ganz andere Sorgen hat. Aber trotzdem glaube ich, dass man eben eine Bewegung oder eine Gruppierung, ein Demonstrationsbündnis auch irgendwo daran messen muss, was die offiziellen Vertreter beispielsweise gegenüber den Medien sagen, was offizielle Vertreter dieser Demonstrationen in einschlägigen Gruppen eben schreiben und auch eben, wer auf der Bühne eingeladen ist. Ja, und wenn ich jemanden wie Ken Jebsen beispielsweise einlade oder einen gewissen Herrn Kennedy, der in der Impfgegner-Szene sehr bekannt ist, also der auch wirklich einschlägige Verschwörungserzählungen zum Thema Corona verbreitet und zum Thema Impfung, ja, also dann mache ich mich mit dem, was diese Menschen sagen, gemein. Sonst würde ich sie nicht auf eine Demonstration einladen. Ja, und wenn ich als Teilnehmer mich auch nicht von solchen, wenn ich mich von solchen Inhalten abgrenzen will, ja, dann sollte ich vielleicht nicht zu so einer Demonstration gehen, sondern vielleicht eine eigene Demonstration für anderweitige Anliegen machen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es eben auch zahlreiche Berührungspunkte zwischen der radikalen verschwörungsideologischen Szene und diesen Demobündnissen gibt. Also beispielsweise der Pressesprecher von Querdenken, der hat einen Reichsbürgerverein gegründet. Der ist bis jetzt immer noch Pressesprecher. Da hat man keine Notwendigkeit gesehen, sich davon zu distanzieren. Er hat in der Vergangenheit wirklich eindeutig rechtsextreme Inhalte auf seiner Facebook-Seite gepostet, ist auch durch Recherchen erst an die Öffentlichkeit gegangen. Man hat keine Notwendigkeit gesehen, sich davon zu distanzieren. In entsprechenden Gruppen werden wirklich krasse Gewaltfantasien teilweise mittlerweile verbreitet, auch vor allem gegen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalisten, auch Politiker. Und da wird auch nicht durchgegriffen. Ja. Und das Interessante ist, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sich zurück nach dem Status quo
sehen. Ja, also jedenfalls, wenn man sich die Forderungen anschaut, die dort aufgestellt werden. Bei Querdenken ist ja der neueste Schrei, dass man gerne eine verfassungsgebende Versammlung machen möchte. Also das heißt, man möchte das Grundgesetz nicht mehr, sondern etwas anderes, was im Übrigen auch sehr anschlussfähig ist an Forderungen der rechtsextremen Reichsbürgerszene. Und da muss man sich ja schon fragen, was genau ist das Problem mit dem jetzigen Grundgesetz? Und das ist auch bei weitem nicht eine Ansage, wir wollen den Status quo. Ja, und gerade wenn man sich auch einschlägige Publikationen durchliest, da wird von Merkel-Diktatur gesprochen, da wird davon gesprochen, man selbst sei der demokratische Widerstand. Das heißt, man arbeitet gegen das System. Ja, und da ist so eine Schwarz-Weiß-Freund-Feind-Logik drin, die aus meiner Sicht auch sehr wenig noch mit einem rationalen Diskurs in der Demokratie zu tun hat. Beispielsweise, wie weit sollen Maßnahmen gehen oder wie soll ein sozialer Ausgleich ausgestaltet werden? Da werden Leute wirklich zu Feinden erklärt. Ja, also da sieht man Plakate, wo draufsteht irgendwie, liebe Journalisten, liebe Wissenschaftler, liebe Politiker, ne? Also wir werden euch richten, ne? Wenn der Systemwechsel kommt. Das kann man schon zu Recht als Drohung verstehen, ja. Und nicht umsonst gibt es eben mittlerweile auch Anschläge, die diesem Milieu zugeordnet werden. Ich würde da vehement widersprechen, dass diese Menschen sich vor allem einen Status quo wünschen. Ich würde zustimmen zu sagen, vielleicht wollen sie gar nicht, was sie selbst wollen, aber in ihren Feindbildern sind sie eben vereint. Und diese Feindbilder beinhalten natürlich eben auch Parteien, die derzeit an der Bundesregierung sind, aber eben auch eine Ablehnung des Systems der Pressefreiheit, wie wir es jetzt momentan haben. Da wird eben von Lügenpresse gesprochen, da wird gegen Berichterstattung, die nicht genehm ist, sehr krass vorgegangen. Also genau das, was man dem politischen Gegner quasi unterstellt. Mit Meinungsfreiheit ist es da meistens nicht weit her. Also wenn man oft wird von diesen Gruppen vor sich hergetragen, wir sind für Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, offener Diskurs, ja, aber diskutieren sie dann mal in so einer Telegram-Gruppe und fordern, dass der Reichsbürger hier irgendwie ausgeschlossen wird, da sind sie aber ganz schön schnell selbst entweder mundtot gemacht oder eben ausgeschlossen. Da sind halt auch so, sag ich mal, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung dazwischen stehen bei einigen Gruppen wirklich Welten. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass da jetzt nur die gesellschaftlich Abgehängten mitlaufen, sondern der Glaube an Verschwörungen, der zieht sich wirklich quer durch alle Altersgruppen, durch alle Einkommensgruppen. Und sag ich mal, diese Verunsicherung oder dieser Kontrollverlust hat manchmal auch andere Gründe als jetzt eine wirtschaftliche schlechte Absicherung. Ja, ich glaube, da haben Sie mich aber jetzt auch falsch verstanden. Ich wollte nicht sagen, also dass ich glaube, dass nun alle, die da irgendwie auf die Straße gehen, die alten Verhältnisse zurückhaben wollen. Also gerade bei denen, die da besonders laut für Freiheit und Ähnliches brüllen und die am liebsten abschaffen würden, wenn sie so sie dann die Macht dazu hätten. Bei denen glaube ich das auch nicht, dass sie die alten Verhältnisse zurückhaben wollen. Aber die Behauptung war nur, es gibt doch, glaube ich, eine ganze Menge, die da mitmarschieren und für die das so ist. Das sehe ich nicht nur in meinem Bekanntenkreis, das sehe ich auch in der zugegebenermaßen etwas zurückgenommenen Medienberichterstattung. Da haben wir den Fokus tatsächlich auf diese Gruppen, die Sie gerade genannt haben. Natürlich, die müssen auch irgendwie ihre wirtschaftlichen Vorgaben einholen, die verkaufen ihre Zeitungen oder ihre Internetformate. Verkaufen die sehr viel besser mit schrillen Thesen, mit Dingen, die eben auch einen großen emotionalen Gehalt haben. Die verkaufen längst nicht so gut mit den zurückgenommenen und ruhigen Thesen. Ein Beispiel dafür, und es lohnt sich, das auch zu recherchieren, ist sicherlich der juristische Diskurs, der im Moment auch gerade in den Fachzeitschriften stattfindet, wie weit diese Maßnahmen, die wir da im Moment sehen, tatsächlich gedeckt sind von unseren Gesetzen. Das ist hochgradig spannend und da kriegen Sie also keine eindeutige Meinung, sondern da sieht man auch, da findet gerade ein Ringen darum statt. Viele dieser Maßnahmen scheinen wohl sehr an der Grenze dessen zu sein, was von unseren Gesetzen gedeckt ist.
Auch hier muss ich sagen, ich bin kein Experte, aber da scheint mir die Argumentation relativ plausibel zu sein. Ja, aber das ist doch was komplett anderes als also so, also ich glaube, der Fachdiskurs in juristischen Fachzeitschriften ist nochmal etwas komplett anderes, als wenn wir uns verschwörungsideologische Demonstrationen anschauen. Und ich kenne tatsächlich viele Juristen, auch viele Bürgerrechtler persönlich, die tatsächlich Kritik an juristischen Ausgestaltungen von einigen Maßnahmen sind, ja, oder dass einige Gruppen da auch eine deutlich stärkere Härte abbekommen als andere, keine Frage, gehen auch teilweise rechtlich dagegen vor, aber würden niemals bei solchen Demonstrationen mitlaufen. Also dass da so eine große Überschneidung zu unterstellen, finde ich an einigen Stellen schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass die Medien irgendwie eine Agenda hätten, dass sie bei Sachen besonders schrill Bericht erstatten wollen oder müssen, weil das eben die Auflage steigert. Also ich meine, die Bilder Reichsbürger und QAnon-Anhänger schwenken Reichsfahnen vor dem Bundestag. Ja, ich weiß nicht, in welcher parallelen Realität Medien über so etwas nicht berichten würden, in dieser Art und Weise, wie sie berichtet haben, weil es nur einmal Fakt war, dass das rechtsextreme Akteure waren, die da auch ein sehr mächtiges Bild produziert haben, genauso wie es auch Berichterstattung dazu gab, als die Identitären in Deutschland auf den Reichstag geklettert sind. Da gab es auch Berichterstattung in allen Medien, klar, also ich persönlich fände es schwierig, wenn darüber nicht berichtet werden würde. Und ich weiß auch nicht, wie man anders über eine Demonstration oder eine Gruppierung berichten soll, als wenn man sich anschaut, was deren Vertreter öffentlich sagen und was sie eigentlich öffentlich fordern. Ja, also ich fände eine Berichterstattung über eine Demonstration ganz schön merkwürdig, wenn die Zeitung sagen würde, so, nee, also was der radikale Typ da auf der Bühne gesagt hat, das wollen wir lieber nicht abbilden. Die Reichsbürger-Vergangenheit von dem Pressesprecher, das klingt halt auch zu heikel. Nee, sprechen wir mal mit Frau Tante Erna, die wir auf der Demo zufällig getroffen haben, die hier nur mitläuft und das eigentlich auch gar nicht so sieht wie die Demo-Veranstalter. Also das fände ich irgendwie auch von der Berichterstattungsart irgendwo schräg. Dann hätte ich zwei kleine Fragen an Sie. Da würde ich nämlich einmal Sie fragen wollen. Finden Sie, dass die leisen und nachdenklichen Töne in der Berichterstattung hinreichend vorkommen? Und die zweite Frage wäre, meinen Sie, dass all diese Demonstrationen, die wir da im Moment sehen, dass das alles Demonstrationen sind, wo radikale Menschen sich zusammentun? Denn so klang das für mich jetzt gerade. Ja, also wenn Sie die Berichterstattung, also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Raum ist, um generell eine Medienkritik zu machen. Also natürlich gibt es große Diskussionen darüber, über die Ausgestaltung von Maßnahmen und die wird in meiner Wahrnehmung auch eben in der Berichterstattung auch irgendwo dargelegt. Also es gibt beispielsweise in der Tagesschau regelmäßig Meldungen, beispielsweise folgendes Gericht hat folgende Regelung gekippt, ja, oder es gibt eben Diskussionen, was ich schon gerne sehen würde, ist eine stärkere Einbindung des Parlaments, ja, auch der Opposition, keine Frage. Und ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir vor allem im internationalen Bereich, dass wir irgendwie so eine außergewöhnlich schlechte Medienlandschaft hätten. Also gerade muss ich doch sagen, dass auch im Hinblick, also beispielsweise in andere Länder, wo ich es vergleichen kann, also ich komme ursprünglich aus Polen oder beispielsweise, wo es eine sehr starke Beeinflussung auch der Regierung gegenüber den sogenannten Öffentlich-Rechtlichen gibt, also eine viel, eine Art und Weise des Durchregierens, wie man sich das hier in Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen kann. Also wo wirklich auch Opposition verunglimpft wird in den Hauptnachrichtensendungen. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben eben ein öffentlich-rechtliches System, was da aus meiner Sicht sehr gut gewisse Checks and Balances etabliert hat, um eben da eine Einflussnahme möglichst unwahrscheinlich zu machen. Und in den USA, wo haben wir, also auch wenn Sie jetzt von Schrillheit und von Extremen sprechen, das ist eine ganz andere Welt. Also es ist teilweise so, dass man das Gefühl hat, dass Menschen, die Fox News schauen und andere Sender schauen, die eher, sag ich mal, nicht konservativ eingeordnet werden, da fragt man sich schon, ob diese Menschen im selben Land leben. Ja, also wenn man die Berichte von einem und demselben Tag anschaut.
Und da wäre ich tatsächlich, was die Lage in Deutschland angeht, gar nicht so unzufrieden, auch wenn es natürlich immer besser, immer toller sein könnte. Aber gerade auch die Diskussion dessen, was wie zulässig sein soll, wie weit Einschränkungen gehen müssen. Also gefühlt hat sich jede zweite Talksendung der letzten Wochen, Monate darum gedreht. Ich weiß auch nicht, woher dieses Narrativ herkommt, dass wir darüber nicht diskutieren würden, dass wir auch über Verschwörungsmythen nicht diskutieren würden, in Anbetracht dessen, wie wenig Leute dort demonstriert haben im Vergleich zu anderen Themen wie Rettung im Mittelmeer oder beispielsweise auch gegen Proteste gegen die AfD, ist es erstaunlich, wie groß der öffentliche Raum ist, in dem darüber diskutiert wird, was eigentlich nur eine Minderheit sagt. Ich glaube, was gar nicht so fern liegt, nämlich die, wenn wir mal betrachten, also das, oder ich fange mit einer These an. Ich denke, dass viel dieser alternativen Interpretationen, die wir im Moment sehen, auch sich aus einem Vertrauensverlust speisen in die offizielle Erklärung. Ich glaube, das ist auch unter Verschwörungstheoretikern eigentlich Konsens oder Leuten, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, Konsens. Und die Frage ist ja, woher kommt das eigentlich? Nicht, dass wir da so anfällig sind. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen jetzt dessen, was Sie heute machen wollten, ob das Sie weiterführt oder ob Sie das ein dummes Thema finden. Aber ich denke, das hat schon auch damit zu tun, dass sich also Leute abwenden, weil sie eben bestimmten Dingen nicht mehr trauen. Ja, also interessant ist ja, dass in den letzten Wochen und Monaten auch sehr viel über eine Spaltung der Gesellschaft geschrieben wurde, auch im Kontext der Corona-Demonstrationen. Und die reinen Zahlen geben das ja eigentlich nicht her. Also die Zahlen sagen, dass die weite Mehrheit der Bevölkerung hinter den Maßnahmen steht. Teilweise ist die Gruppe, je nach Umfrage, sogar größer gewesen, die noch härtere Verschärfungen fordert im Vergleich zu der Gruppe, die sie grundsätzlich ablehnt oder die beispielsweise mit dem Demonstration sympathisiert. Es ist allerdings schon so, dass ich vermuten würde, dass die Gruppe derer, die beispielsweise vorher schon eher in verschwörungsideologischen Milieus unterwegs gewesen ist oder aber ein grundsätzliches Misstrauen gegen Institutionen wie Medien, Politik, Wissenschaft hatte, dass die sich in diesem Lager eher abgeholt fühlen, beziehungsweise die Schnittmengen in den Teilöffentlichkeiten sind auch ähnlich. Ja, also wenn wir uns beispielsweise Zeitschriften anschauen, die eher verschwörungsideologisch Inhalte verbreiten, auch jetzt zu Corona, da finden wir eben auch einige, die auch in der rechtsextremen Szene eine große Popularität haben, die eben auch zu Pegida-Zeiten zahlreiche Verschwörungsmythen zum Thema Migration, Stichwort Umvolkung verbreitet haben, also Verschwörungserzählungen, die auch eben von zahlreichen rechtsextremen Attentätern der letzten Jahre genauso geglaubt wurden, die eben auch zu einer Radikalisierung sicherlich beigetragen haben. Und natürlich, also wenn jemand grundsätzlich vorher schon, sag ich mal, eine Ablehnung von Medieninstitutionen hatte, beispielsweise der Meinung war, so etwas wie Pressefreiheit gäbe es nicht, kann sich dann natürlich auch so eine Erzählung, dass irgendwas zum Thema Corona unterdrückt werden würde, kann da natürlich sehr leicht anknüpfen, weil das dann eben, sag ich mal, auch auf so einen Confirmation Bias irgendwo trifft. Ja, also wir alle neigen ja dazu, eher uns die Sachen rauszusuchen, die uns in unseren Meinungen bestätigen. Und das ist bei solchen Fällen eben natürlich auch der Fall. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also das, was mich immer völlig sprachlos macht, ist dann, wenn man solche Leute fragt, ja, die dann sagen, ich vertraue, also der Systempresse vertraue ich schon gar nicht mehr und auch anderen eingeführten Mediengeschichten vertraue ich eigentlich nicht. Wenn die dann fragt, ja, wem vertraust du denn? Und dann kommt sowas wie YouTube. Das macht mich immer völlig fassungslos, muss ich gestehen. Ja, vor allem, weil man auch sagen muss, dass solche Verschwörungsnarrative gerade gegenüber den Medien, ne, also natürlich gibt es viel, was man auch an der Medienlandschaft in Deutschland kritisieren kann, keine Frage, ne, obwohl ich es, wie gesagt, die Situation im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ erträglich finde. Aber wenn man eben an so eine grundsätzliche Verschwörung in der Presselandschaft glaubt, dann kann das für politische Gruppen unglaublich praktisch sein. Ja, also nehmen wir mal einen Wahlkampf, wo ein Kandidat beispielsweise systematisch Lügen verbreitet, beispielsweise in den USA, ja,
quasi, wenn die Anhänger dieses Kandidaten glauben, es gäbe so eine Fake News Presseverschwörung, dann perlt da jeder Faktencheck, jede kritische Nachfrage gegenüber den Aussagen dieses Kandidaten, so die fällt dann erstmal in ein schwarzes Loch, weil die Menschen sozusagen so imprägniert sind mit diesem Glauben an eine angebliche Verschwörung, dass sie diese Inhalte überhaupt nicht konsumieren werden. Entsprechende Narrative, ne, die lügen nicht alle an, die spielen auch übrigens Insekten immer wieder eine große Rolle. Das ist diese Immunisierungsfunktion, die an der Stelle ganz wichtig ist, auch eben um geschlossene Weltbilder irgendwo auch gegen Kritik abschirmen zu können. Und man darf das auch immer nicht, das sage ich auch immer wieder Journalisten, nehmt das nicht persönlich, wenn ihr da halt auch sehr viel Hass immer wieder abbekommt. Teilweise geht es gar nicht um euch, teilweise geht es gar nicht um den speziellen Artikel, sondern es geht eben um einen Glauben an eine große Verschwörung, der vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hat, woran du gerade arbeitest, aber du wirst im Rahmen dieser Erzählung eben zu einem feindlichen Agenten erklärt und dementsprechend treten Verschwörungsgläubige dann dir gegenüber auf. Sie haben jetzt das Vertrauen angesprochen gegenüber der Bundesregierung und das führt mich, ich habe die ganze Zeit schon darüber nachgedacht, auch vorhin, als Sie darüber gesprochen haben, dass wir zurück zum Alten wollen, zu dem vorherigen Status quo. Und Pflege oder insgesamt der Gesundheitsbereich, wahrscheinlich wissen Sie das auch aus den Medien, ist jetzt nicht unbedingt der Bereich, wo sich viel verändert, beziehungsweise wo viel Bewegung drin ist, wenn es darum geht, entsprechende Gehälter zu verändern oder vielleicht auch die Arbeitsbedingungen zu verändern, beziehungsweise Personalbemessungsinstrumente einzuführen und so weiter und so fort. Also hier gibt es eigentlich kein "Ich möchte zurück", sondern vielmehr ein "Ich möchte weiter nach vorne". Aber die Situation ist ja eine prekäre Situation. Und nun könnte ich ja nach ihrer beiden Argumentation eigentlich meinen, dass besonders Pflegende, die unterbezahlt sind, völlig überlastet sind und eigentlich diejenigen sind, die im Falle des Falles, wenn das wirklich kippen sollte, diejenigen sind, die hier sozusagen den Karren aus dem Dreck ziehen werden, am anfälligsten wären für solche Verschwörungsmythen. Würden Sie diesen Gedanken teilen und wäre da, also sehen Sie die Gefahr auch, dass das kippen kann? Und wie kann das verhindert werden? Ja, also man muss sagen, es gibt natürlich da zig andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Also wenn ich beispielsweise selber ein Experte in einem Gebiet bin, ja, dann lasse ich mir nicht gerne von irgendjemandem von der YouTube-Universität erklären, dass alles das, was ich in meinem Studium gelernt habe, eigentlich Quatsch ist und er selbst in seiner Küche herausgefunden hat, Corona gibt es nicht. Ja, außerdem ist es natürlich auch so, dass man selbst teilweise auch mit eigenen Augen sieht. Ja, also beispielsweise, wenn ich selbst in einer Klinik arbeite und weiß, es reicht jetzt schon nicht am Personal, an einem ganz normalen Tag, also nicht mal in der Grippesaison, sondern an einem ganz normalen Tag reicht es nicht mit der Betreuung. Brauche ich wenig Fantasie, um mir vorzustellen, wie schon ein paar schwere Fälle in meiner eigenen Abteilung im Krankenhaus dazu führen können, dass das System das nicht mehr tragen kann. Ja, weil Personal wegbricht. Man kennt das ja auch selbst aus anderen Kontexten. Ja, also wenn wir in der Pandemie dann auch eine Betreuungssituation haben, dann brechen natürlich auch Menschen vom Personal weg, weil die infiziert sind. Ja, also in einigen Ländern haben wir jetzt Situationen, dass Menschen trotz Infektion auch in den Krankenhäusern weiterarbeiten müssen, weil es sonst eben nicht anders aufrecht zu erhalten ist. Ja. Und in anderen Ländern wiederum gibt es Diskussionen über die Triage, ja, also dass man wirklich schauen muss, welches Leben ist lebenswert. Ich glaube schon, die Anfälligkeit steigt natürlich auch mit anderen Faktoren, wie Frau Nockmann gesagt hat, also zum Beispiel, wie verunsichert sind die Menschen? Wie viel Sinn oder wie wenig Sinn sehen sie in dem, was sie da tun? Wie gut sind sie in diese Verhältnisse, in Arbeitsverhältnisse eingebunden? Wie viel Wertschätzung erfahren sie? Das alles unabhängig natürlich von der Bezahlung. Übrigens, da würde ich gerne eine Buchempfehlung loswerden. Und zwar dieses wunderschöne Werk von Herrn Graeber, der vor kurzem verstorben ist. Der war zuletzt an der LSE, glaube ich. Heißt Bullshit Jobs. Das sollte auf jeden Fall zum Lektüre-Kanon im Pflegebereich gehören. Der nimmt sehr schön auseinander oder zeigt sehr schön eigentlich, wie völlig sinnlose Tätigkeiten mit unglaublich viel Schmerzensgeld vergolten werden und die wirklich wichtigen, das heißt ja neudeutsch inzwischen systemrelevanten Tätigkeiten,
häufig eben kurz über der Armutsgrenze. Und das ist schon ein Zusammenhang, der einem zu denken geben sollte. Und da der das ja schön transparent macht, wie die Zusammenhänge da laufen, kann ich das also nur wärmstens empfehlen. Und vielleicht noch diese absurde, ein kleiner Kommentar noch zu dieser absurden Situation, dass es ja tatsächlich im Moment wohl so zu sein scheint, dass wir zwar Material und Betten tatsächlich mehr als genug haben, aber dass das Personal eben fehlt. Ich meine, das ist nicht nur eine Frage der Wertschätzung und des Geldes, glaube ich. Das ist eine Frage auch der systematischen Fehlsteuerung. Das ist ja das, was ich meinte. Es ändert sich sozusagen nichts. Also wir Pflegenden wissen um diese Zustände nicht seit gestern und wir weisen auch nicht seit gestern darauf hin. Und plötzlich kommt es in den Medien an, weil irgendein Arzt in einem Interview das irgendwie mal gesagt hat. Und das ist halt das Dramatische an dieser Situation, finde ich zumindest, dass wir Situationen haben, wo uns die Bundesregierung jahrelang im Stich gelassen hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht Herrn Spahn, der sehr viel gemacht hat in seiner Legislaturperiode, sondern andere Regierungen, die das Thema totgeschwiegen oder ausgesessen haben, wo einfach nichts passiert ist in diese Richtung. Also wo es keine, wie jetzt zum Beispiel konzertierten Aktionen Pflege gab, wo es keine Bestrebungen gab, beispielsweise die Ausbildungszahlen zu erhöhen, den Beruf insgesamt attraktiver zu machen, ihn auch tatsächlich medial präsent zu machen, das ist lange ausgeblieben. Und deswegen, also dieses... Dass Pflege da jetzt eigentlich eine Berufsgruppe ist, wo ich sage, ich könnte das tatsächlich verstehen, wenn dieses Vertrauen gegenüber Menschen nicht oder gegenüber der Bundesregierung aktuell oder auch der Landesregierung nicht mehr vorhanden ist und daraus auch eine Gefahr entsteht, sich irgendwelchen Mythen quasi anzuschließen oder dafür auch empfänglicher zu sein. Das ist das, was ich meinte. Frau Nukun, stellen Sie sich vor, ich gehe auf die Station, auf die Intensivstation und ich treffe meine Kollegin oder meinen Kollegen und er oder sie sagt mir, dass das mit der ganzen Corona-Sache doch irgendwie auch Gemauschel ist und dass es das wahrscheinlich gar nicht gibt. Wie kann ich dieser Person begegnen, ohne dass wir uns entzweien, aber durchaus auf Augenhöhe darüber unterhalten können und ich ihn vielleicht sogar mit Fakten überzeugen kann? Wie kann ich diese Situation meistern? Ja, also zunächst einmal ist es wichtig, sich klarzumachen, dass nicht jedes Gespräch mit einem Verschwörungsgläubigen davon gekrönt sein wird, dass derjenige am Ende einsieht, dass er falsch gelegen hat und sagt, ja, dann schaue ich mir den Faktencheck an. Also als erstes würde ich immer fragen, woher hast du das, warum glaubst du das, um erstmal abschätzen zu können, okay, wie weit ist dieser Mensch radikalisiert? Hat er gestern zufällig irgendwas ja im Netz aufgeschnappt und erzählt es hier weiter, weil er es einfach für interessant hält? Oder ist jemand tatsächlich in seinem Glauben schon sehr weit fortgeschritten, sehr verfestigt. Am Anfang bringen Faktenchecks tatsächlich noch richtig viel. Ja, also wenn jemand nur über etwas gestolpert ist und man ihn freundlich darauf hinweist, du, ich glaube, das ist doch ein bisschen anders gewesen, schau mal hier, ich habe das mal geprüft, dann sind einige Menschen tatsächlich auch sehr dankbar und sagen dann hoch, na, siehst du mal, wie schnell so etwas gehen kann, dass man etwas falsch mal aufsitzt. Bei Menschen, wo man merkt, dass die tatsächlich schon sehr gefestigt sind in ihrem Glauben an die jeweilige mutmaßliche Verschwörung, würde ich wirklich dazu raten, sich klarzumachen, das ist ein Marathon und das ist kein Sprint. Ja, also es wird nicht schnell gehen, es geht wahrscheinlich auch nicht in der Diskussion. Gott weiß, vielleicht wird es auch nie klappen, diesen jemanden zu überzeugen, denn am Ende muss man sich selbst entscheiden, sage ich mal, auch andere Informationen zu Rate zu ziehen oder Dinge in Frage zu stellen. Das kann nicht von außen kommen. Und was ich immer raten würde, ist, niemals zu vergessen, dass es eine emotionale Ebene gibt. Also gerade wenn wir wissen, dass Kontrollverlustsituationen in einigen Fällen eine große Rolle spielen können, dann lohnt es sich manchmal tatsächlich gar nicht über die Verschwörungserzählung zu sprechen, sondern wirklich zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade mit der Situation? Weil manchmal kann ja auch eine tiefer liegende Sorge, ein tiefer liegendes Problem der Auslöser sein, warum Menschen sich in so eine ja sozusagen Parallelwelt irgendwo flüchten und dort Halt suchen. Und es macht auch viel mehr Sinn, einfach nicht zu sagen, so hey, ich glaube,
ich glaube, das, was du gesagt hast, ist total falsch und ich glaube, du bist dumm. Also das ist auch wirklich der falsche Ansatz, um da ranzugehen, sondern wirklich erstmal Offenheit signalisieren, ja, und gar nicht auch Wut oder Verärgerung, sondern viel eher sagen so, du hör mal, ich sehe das anders, ich sehe das vielleicht auch komplett anders, aber ich finde es interessant, was du sagst und ehrlich gesagt, ein bisschen mache ich mir auch Sorgen um dich, weil du bedeutest mir viel, ja, du bist beispielsweise ein guter Freund, ein guter Kollege und ich glaube, Corona ist gefährlich und deshalb mache ich mir Sorgen, so, und deshalb möchte ich mit dir drüber sprechen. Da hat man direkt einen ganz anderen Einstieg, als wenn man jemanden niedermacht. Und ich würde auch immer dazu raten, wenn gerade wenn es um sehr hitzige Diskussionen geht, da auch wirklich zu schauen, ruhig, sachlich bleiben, den anderen aussprechen, nicht ständig inhaltlich springen und wenn der andere das tut, auch immer sagen, du hör mal, das können wir gleich diskutieren, jetzt sind wir aber noch bei diesem Punkt, lass das doch erstmal noch fertig machen. Und gerade wenn man merkt, dass das Gegenüber sehr stark mit Pauschalisierungen arbeitet, also ständig sagt, die Medien, die Presse, die Politiker, dann auch immer wieder nachfragen, du, was meinst du denn jetzt konkret damit? Ja, also bei die Medien ist es ja ein Unterschied, ob ich von der Bild spreche oder der Taz oder vielleicht vom ZDF oder RTL 2. Ja, also es sind halt alles Medien, aber es gibt da eben auch Unterschiede, auch in der Qualität, auch in der Arbeitsweise, in der Transparenz, auch ökonomische Hintergründe, ist alles sehr unterschiedlich und da lohnt es sich immer wieder darauf einzugehen. Genauso bei so Pauschalaussagen wie die Politiker, die machen doch eh alle, was sie wollen. Da kann man auch mal nachfragen, so, naja, wen meinst du denn jetzt? Welche Partei? Meinst du den Bundestagsabgeordneten mit diversen Korruptionsskandalen an der Backe? Oder meinst du hier unsere engagierte Kommunalpolitikerin, die für eine ganz lächerliche Aufwandsentschädigung gerade Unglaubliches in ihrem Viertel leistet? Und da diese Unterscheidung aufzumachen, das kann wirklich auf der abstrakten Ebene sehr langfristig auch dazu beitragen, Menschen irgendwo wieder dazu zu begeistern, doch mal zu hinterfragen, was sie denn da eigentlich glauben. Denn die Welt ist eben nicht schwarz und weiß. Sie ist halt grau und in vielen Bereichen auch ziemlich bunt. Und allein wenn man das schafft, in Diskussionen immer wieder herauszukitzeln und hervorzuholen, dann kann man in dieses geschlossene Weltbild nach und nach kleine Risse sozusagen schlagen. Und worüber derjenige dann auch durchaus da rausfinden kann. Und wie gesagt, man darf auch niemals vergessen, gerade bei Menschen, die stark radikalisiert sind, das gibt den Menschen auch was. Also es gibt mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, irgendwo bedeutsam zu sein. Und manchmal kann das auch sinnvoll sein, beispielsweise bei Angehörigen, wenn man weiß, der ist gerade in einem Tief, versuche ich irgendwas anderes Positives im Leben hinzuzufügen, damit diese Verschwörungserzählung nicht mehr das Einzige ist, was sozusagen mir Halt gibt in dieser Situation. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, irgendwie zu reagieren. Man sollte sich nicht verrückt machen, was ist die richtige Reaktion. Denn gerade wenn andere Leute noch dabei sind, dann ist Gegenrede eigentlich für sich genommen schon ein wichtiges Zeichen. Das zeigt den Zuhörern, den Umstehenden, den Mitlesenden, hey, das ist nicht in Ordnung, beispielsweise gerade bei rassistischen, antisemitischen Sachen. Und es gibt Leute, die widersprechen. Okay, also quasi immer auf der Hut sein und widersprechen. Herr Hepfer, was wäre Ihr Tipp für mich? Ja, ich komme natürlich jetzt wieder aus der anderen Richtung von der Theorie her. Ich würde in erster Linie mal sagen, also man sollte sich vielleicht klar machen, vielleicht unterscheiden wir uns da auch gar nicht so sehr, Frau Nockhuhn und ich, dass es sich bei Menschen, die dann solchen doch eher abseitigen Dingen, Meinungssystemen anhängen, um Leute handelt, die vielleicht einfach nur eine falsche Abzweigung bei der Suche nach dem guten Leben genommen haben. Denn man sieht ihnen häufig tatsächlich auch an, dass es sie gar nicht glücklich macht, dass sie sich da in irgendwelche Dinge reinsteigern, die am Anfang vielleicht noch ganz sozusagen ihnen eine gewisse Entlastung gebracht haben und das Leben etwas einfacher gemacht haben, dadurch, dass sie ein Gut-Böse-Schema haben und ähnliches, die aber auf längere Sicht meistens doch sehr viel höhere Kosten in emotionaler und sonstiger Hinsicht verursachen, als sie Erleichterung bringen. Also das ist das eine, was ich Ihnen auf den Weg geben würde als kurzen Tipp im Umgang mit Leuten, die Ihnen so gegenübertreten, wäre vielleicht die relativ einfache Frage, wenn man rausbekommen möchte, ob man sich weiter auf Behauptung oder so eine Theorie einlassen soll, lohnt die nähere Auseinandersetzung. Da reicht es häufig, die einfache Frage zu stellen, was würde denn für dich als Widerlegung gelten? Und wenn in dem Moment nichts kommt und auch bei wiederholter Nachfrage nichts kommt, wenn also jemand ganz offen zugibt, dass egal was passiert,
er an der Theorie festhalten will, dann lohnt die weitere Auseinandersetzung, glaube ich, nicht. Vielleicht in der Hinsicht, die Frau Nukun gerade genannt hat, wenn dann eben andere Menschen noch dabei sind, damit die nicht auf dieselbe abschüssige Bahn kommen. Aber das können Sie sonst getrost links liegen lassen. Und die zweite Sache, die ich mit auf den Weg geben würde, wäre, und darüber haben wir jetzt wenig gesprochen, aber oder gar nicht gesprochen, aber ein wichtiges Kriterium ist vielleicht auch, sich klarzumachen, dass man an für sich jeder Idee misstrauen sollte, die zu viel erklärt. Und das haben sie bei Verschwörungstheorien eigentlich fast immer. Da wird alles aus einer Idee erklärt, die Welt fügt sich auf wundersame, die Ereignisse fügen sich auf wundersame Weise zusammen, aufgrund eines einzigen Erklärungsprinzips. Und wenn Sie so einer Struktur begegnen, da würde ich auch einen großen Bogen drum machen. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, stimmt. Ja, gucken Sie sich Verschwörungsleute an, die Ihnen mit Zeug kommen. Die haben eine Idee, nämlich die Grundidee, da ist eine Verschwörung dahinter. Und alles ordnet sich dem unter tatsächlich. Aber ist vielleicht auch der Wille, alles erklärbar zu haben und keine Unsicherheiten mehr. Oder, ja, vom modernes Weltbild, nicht? Ja. Das ist ein Weltbild, wie es bis ins Spätmittelalter, frühe Neuzeit üblich war. Darüber haben wir jetzt auch nicht viel geredet, aber das ist ein vormodernes Weltbild. Heute wissen wir, jeder trägt seine eigene Wirklichkeit mit sich rum, aber das heißt eben nicht, dass jede Wirklichkeit gleich gut ist und dass es nicht auch völlig irrsinnige Modelle da gibt. Also die einen in den Abgrund führen. Also der Umkehrschluss sozusagen von dem Verlust einer absoluten Sicht auf die Welt. Es gibt die eine richtige Interpretation. Wenn wir das aufgeben, ist ja nicht automatisch das Gegenteil der Fall. Da gibt es ja eine große Grauzone. Es ist nicht so, dass dann auf einmal jede Interpretation gleich gut ist. Sieht man am besten bei der Physik, wenn Sie versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rollen und eine alternative Physik vertreten, dann brauchen Sie eine gute Krankenversicherung, denn das tut weh. Da sieht man also nicht jede alternative Version der Physik ist gleich gut. Im gesellschaftlichen Bereich ist das häufig schwieriger zu sehen, aber wenn man sich die Mühe macht, kriegt man das meistens trotzdem hin. Okay, ich denke, damit machen wir erstmal den Deckel drauf. Oder gibt es noch Aspekte, die wir vergessen haben, Frau Nukun? Gibt es noch etwas, was wir unbedingt erwähnen müssen zu dieser Thematik? Ja, also was mir noch wichtig wäre, wäre tatsächlich auch nochmal ein Plädoyer dafür, dass Verschwörungserzählungen oder der Glaube an Verschwörungsmythen ernst genommen wird, weil man darf nicht vergessen, einige Menschen, die jetzt mit Corona einsteigen in dieses Milieu, die kommen irgendwann zu der Überzeugung, sie vertrauen dem medizinischen System oder dem medizinischen Fortschritt der Wissenschaft grundsätzlich nicht. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht sehr abstrakt an, das kann aber sehr konkret werden, wenn eben diese Menschen später vielleicht einmal an Krebs erkranken und sich dann eben weigern, eine Chemotherapie selbst bei sehr guten Erfolgsaussichten durchzuführen, weil sie eben beispielsweise glauben, es gäbe ja einen Komplott in der Pharmaindustrie oder in der Wissenschaft oder unter den Medizinern und sie gehen stattdessen lieber zum Wunderheiler. Also da muss man sagen, gerade im medizinischen Bereich kann der Glaube an Verschwörungserzählungen tödlich werden. Und auch beim Thema Corona sollte man die Wirkmächtigkeit solcher Mythen nicht unterschätzen. Denn die Frage, ob wir irgendwann lernen, mit dieser Pandemie einen guten Weg zu finden, damit zu leben, wird ja auch nicht unerheblich davon abhängen, ob es eine Impfung gibt und dann im nächsten Schritt, wie viele Menschen sich impfen lassen wollen. Und in Deutschland, das zeigen Untersuchungen, ist eben auch die Quote der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, selbst wenn es eine Impfung geben wird, die ist eben in den letzten Monaten hochgegangen. Und das macht mir eben große Sorgen. Vielen Dank für das Schlusswort. Herr Hepfer, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben wir noch was vergessen? Man sollte sich vielleicht auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal von Verschwörungstheorien klar machen. Denn das teilen sie also mit tatsächlich keiner anderen Theorie. Wenn sie herkommen und sagen, ja, aber guck mal, da gibt es doch überhaupt keinen Beweis dafür, was du da gerade behauptest, dann sagen die sowas wie, naja, aber gerade die Abwesenheit von Beweisen ist doch der beste Beweis für meine Theorie. Das zeigt doch, wie mächtig die Leute sind, die sich da verschworen haben. Die können sogar die ganzen Beweise beseitigen.
Das ist ein Argumentationsmuster. Wenn das auftaucht, dann weiß man eigentlich auch immer ganz, ganz gut, womit man es zu tun hat. Vielen Dank an Sie beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns aufgeklärt haben und dieses, also doch tolle Thema tatsächlich aufgeräumt haben. Und ich hoffe, dass es was bringt und allen Hörenden jetzt vielleicht auch mit einem wacheren Auge durch die Gegend gehen. Vielen Dank an Katharina Nokun. Sie haben das Buch geschrieben mit Pia Lamberti, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und auch vielen Dank an Dr. Karl Hepfer. Sie haben das Buch geschrieben, Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft. Wir werden das alles in den Shownotes erwähnen. Und wer noch Interesse hat, darf auch gerne in den Podcast von Frau Nokun reinhören. Das ist das Denkangebot. Auch das werden wir natürlich verlinken. Vielen Dank an Sie beiden. Und ja, vielen Dank auch Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie tapfer bleiben und weiterhin die Leute aufklären und den Kopf nicht hängen lassen. Vielen Dank und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.